So, hallo mal wieder hier auf unserem Kanal vom Pomade-Shop zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo. Ja, ihr habt vielleicht schon diese Figur hinter mir gesehen. Das ist ein kleines Maskottchen vom lieben Sascha Kolnikow, ein ganz, ganz toller Barbier aus Erding. Checkt unbedingt mal seinen Barbershop aus. Der ist der Kolnikows Barbershop in Erding, den verlinke ich euch auch unten. Und der ist nicht nur Barber oder Friseur, sondern auch Maskenbildner. Und zwar für Film und Fernsehen unter anderem. Und der hat eben aus einem Grund, den ich euch gleich sage, diese wunderschöne Barberfigur hinter mir komplett selbst gebaut, die Haare einzeln gesetzt, die Latexteile gebaut und sogar richtig tätowieren lassen beim Tätowierer. Also das sind alles echte Tattoos. Und warum hat er das gemacht? Ihr könnt hier schon sehen, hier steht Gentleman's Finest. Vielleicht seht ihr es, vielleicht ist es hinter der Dose. Jedenfalls sieht es auch hier vorne nochmal auf der Dose. Ja, das Produkt, um das es nämlich gleich gehen wird, hat er hier in der Hand. Die neue, brandneue Gentleman's Finest Pomade. Eine Kooperation vom eben lieben Sascha Kolnikow und vom Carsten von Womanizer Pomade. Erstmal herzliche Grüße an beide. Hallo, ich mache jetzt ein Review von eurer tollen Pomade. Bevor ich es aber mache, wäre super, wenn ihr noch einen Abo-Knopf drücken würdet und halt einen Daumen nach oben geben würdet, wenn es euch gefallen hat und noch einen Kommentar da lasst. So, jetzt will ich aber gar nicht länger drum herum reden. Ich zeige es euch mal. Es sind drei Stück an der Zahl. Gentleman's Finest, einmal die grüne mit dem sogenannten Funfair-Scent. Das heißt, die duftet so, wie halt ein Jahrmarkt duften soll, wie eine Kirmes. Also so Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, kandierte Äpfel, sowas ist alles da drin. Also ein sehr süßlicher Duft. Dann habe ich hier die der Kollege auch in der Hand hält, die Sweet Tobacco, also süßer Tabak. Das ist ein ganz toller Duft mit einer Mischung aus Tabak, Vanille und Whisky. Und hier die blaue ist die Fresh Citrus. Das ist so ein ganz, ganz geiler, männlicher, zitrischer Duft. Freunde der Mysterious Paintings werden hier vielleicht die ein oder andere Ähnlichkeit feststellen können. Und ihr seht, die sind alle mit so einem Totenkopf, mit diesem Dios de los Muertos, also diesem mexikanischen Totentag-Design, auf den Labels. Und wenn ich jetzt die Dosen aufmache, möchte ich euch natürlich auch zeigen, dann haben die alle passend zum Label eben genau diesen Totenkopf jeweils, der auf den Etiketten drauf ist, dann auch als Brosche drin. Diese Brosche besteht ebenso wie der ganze Inhalt da drin aus derselben Pomade. Die dritte habe ich dann noch hier, die grüne. Steht aus derselben Pomade. Man könnte sie tatsächlich auch in die Haare schmieren, aber das ist natürlich ein bisschen schade drum, weil es echt ein schönes Kunstwerk ist. Und ich muss sagen, ich habe die jetzt schon mal getestet. Ich finde die turbo geil. Das sind alle mittelfest, ölbasiert, also so mein Spektrum, genau wie ich es mag. Und von den Düften her kann ich mich echt schwer entscheiden, weil ich liebe sie alle. Es gibt keine, wo ich sage, nee, das ist vielleicht nicht meins. Deswegen muss ich jetzt mal spontan entscheiden, welche ich nehme. Und ich glaube, ich nehme heute die Sweet Tobacco. Das ist die Pinke, die der Kollege auch in der Hand hält. Hier nochmal mit dem süßen Tabakduft, bisschen Vanille, bisschen Whisky mit drin. Aber natürlich, bevor es losgeht, möchte ich erstmal einen Hair Tonic anwenden. Das hat jetzt keinen Stopfen drin. Habe ich heute das grüne Dapper Dan Hair Tonic mit einem schönen Mentholduft. Ihr kennt das Spiel ja, das Ganze ist dazu da, dass man die Haare so ein bisschen befeuchtet, so ein bisschen erfrischt, sich die Pomade auch leichter einarbeiten lässt und ist mir ein bisschen was in den Nacken gelaufen. Das ist aber ganz angenehm, weil noch ist es nicht so kalt draußen, dass das mit dem Kühleffekt, der da noch dabei ist, durch das Menthol unangenehm werden würde. Einfach nur leicht befeuchten, einarbeiten, erfrischt schön. Und dann können wir auch schon loslegen. Ich schaue mir mal die Pomade hier. So. Natürlich schön an der Brosche vorbei das Produkt entnehmen. Und das geht halt raus wie eine Medium einfach rausgehen muss. Ganz, ganz leicht, mit kaum Widerstand. Ist eine schöne, zähe Konsistenz. Er zieht diese Fäden. Freunde der Womanizer Medium kommen bestimmt auf ihre Kosten. Ist allerdings ein klein bisschen fester. Ist nicht, weil die vom Womanizer, die Medium, ist eine eher weichere Medium. Ähnlich wie die Orange Dex oder die Sweet Georgia Brown. Und hier haben wir jetzt so eine richtige Medium, würde ich sagen. Die ist so, von der Festigkeit ist sie ähnlich der Dapper Dan oder ja, der Voodoo Island oder der Lucky Tiger Crew Butch. Und dieser Duft, der kommt halt nochmal viel geiler raus, wenn man sich so in die Haare reinmacht und dann verrieben hat. Der ist nämlich echt richtig, richtig geil. Das ist so, ja, schön, schön Tabak, schön Vanille. Jetzt zusammen mit dem Hair Tonic kriegt es so ein bisschen wie mit so einer leichten Mentholnote noch dabei, wie so ein Schnupftabak oder so. So, schön einarbeiten wie immer. Das geht auch ohne Probleme, da sie ja schön mittelfest ist.
So, ich denke, das langt. Bilder, die ich vorher drin hatte, war kaum nennenswert von der weichen Pomade von gestern. Nur noch ganz wenig drin gewesen. Deswegen ist jetzt fast, wie hätte ich die pur reingemacht. Also auf entfettete Haare. So, das Durchkämmen wie von einer Medium ist auch ganz einfach. Und da lassen sich die Haare auch gleich super anlegen. Bleiben direkt liegen. Muss hier nicht noch mit Strähnen kämpfen. Und der Duft ist halt einfach schön. So. Den Shop vom Sascha Kolmikow, wo er seine Latex-Teile auch verkauft. Das ist Exit Skin. Verlinke ich euch natürlich auch mal unten in der Infobox. Müsst ihr auch mal vorbeischauen. Da könnt ihr richtig geile Sachen kaufen. Ich meine, Halloween ist ja nicht mehr weit. Vielleicht findet ihr da ein oder andere gutes Stück, das zu eurem Kostüm noch fehlt. So, das geht aber erst rein und sofort liegen die Haare, wie sie sollen. Also richtig, richtig geil. Für meine Haare das perfekte Produkt eigentlich. Den Duft liebe ich, die Verarbeitung liebe ich, den Halt liebe ich. Und jetzt schauen wir uns noch den Glanz an und der ist tatsächlich auch deutlich da. Klar, nicht ganz so ölig wie jetzt in der weichen Pomade, aber durchaus deutlicher Glanz zu sehen und den finde ich auch richtig schön elegant. So, mal hier noch ein bisschen. So, ja, ratzfatz fertig, würde ich sagen. Nee, gefällt mir echt richtig, richtig gut. Also das ganze Produkt fällt mir richtig gut. Die Dose, innen drin mit der Brosche, die Düfte, wie gesagt, alle drei klasse. Kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren. Ihr wisst, wenn der Womanizer Pomade dahinter steckt, dann ist da auch richtig Qualität drin. Eine richtig top geile Pomade, alle drei. Also schaut mal bei uns im Shop vorbei, da kriegt ihr die. Und wie gesagt, auch mal beim Kolmikow Barbershop in Erding vorbeischauen. Ich hoffe, es hat euch jetzt Spaß gemacht, dass ich hier diese Pomaden gezeigt habe. Der Kollege und ich werden jetzt noch weiterarbeiten und dann sehen wir uns mit einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht es gut und noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao, euer Flo.